Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Liada, ich grüße dich. Du hast etwas mitgeteilt, bildhaft, mit schönen Worten. Wie wirkt das alles auf ihn? Das schauen wir an bei dieser Legung. Du stehst hier im Mittelpunkt. Dein Bild, das hat als erstes wahrgenommen. Natürlich auch die schönen Worte, das ist deine Kunst. Und in seinem Leben, in seinen Gedanken bist du hier im Mittelpunkt. Was ihn beschäftigt, das ist dieses Schachspiel. Er lernt damit umzugehen, die Schachzüge erkennen. Aber er möchte mit dir nicht spielen. Er möchte nicht dieses Spiel, das nimmt dieser Dieb weg. Wenn die Dieb erscheint, dann ist etwas wird weggenommen. Das heißt, er wird direkt sein. Er könnte auch so spielerisch mit dir indirekt etwas mitteilen, was er vielleicht sogar macht, weil das ist schon sein Gedanke. Er steigt sich da rein, mindestens mal denkt in dieser Richtung, aber dann lehnt es doch ab, die Dieb nimmt es weg. Und hier dieser Brief zeigt dann seine direkten Worte oder eine Einladung. Was dieser Dieb auch wegnimmt, das ist sein Kummer. Es geht ihm nicht gut. Das hat aber nicht mit dir was zu tun, sondern mit seiner familiären Situation was zu tun. Und er wird mit dir kommunizieren. Du bekommst von ihm eine Nachricht oder eine Einladung. Und dann ist dieser Kummer weg. Dieser Dieb entfernt das. Und ihr kommt näher. Und es ist etwas Privates. Oder er gibt dir diesen Schutz. Oder er plant mit dir zusammen zum Leben. Ich erlaube das auch mal so weit zum Gehen, weil er möchte mit dir treffen, er möchte mit dir zusammenziehen oder sogar heiraten. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Du stehst im Mittelpunkt. Er hat deine Worte verstanden. Es sind keine direkten Worte, es sind Schachzüge. Er will aber eine direkte Mitteilung. Das wird aber er tun. Momentan hat er noch Sorgen, Traurigkeit, Kummer, aber dieser Dieb entfernt das. Und was ihm auch hilft, das bist du, diese Hoffnung auf ein Treffen und die Hoffnung zusammenleben. Das ist sein Spielregeln. Wo er Angst hat, das zeigt dieser Dieb auch, dich zum Verlieren. Es ist Verlustangst. Das macht ihm auch traurig. Ich befrage jetzt mein Pendel. Liebt er dich? Ja, nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er liebt dich. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet er liebt dich nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann heißt es, es bleibt alles stehen und ist alles ungewiss. Die Antwort ist ja, er liebt dich. Liebe Liada, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.
Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.